dieses Windlicht in der edlen Optik mit Notenblättern vom Gesangbuch als Dekoration möchte ich ganz gern mit euch basteln. Und das kann man nicht nur zu Weihnachten benutzen, sondern das ganze Jahr. Und vielleicht gefällt es euch ja. Und ihr habt Lust, es mit mir jetzt zu basteln. Für unser Windlicht fürs ganze Jahr brauchen wir zuerst ein großes Gurkenglas, dann unser angerührter Tapetenkleister. Das habe ich ja schon mehrfach gesagt. Ich nehme dann immer so ein 500 Gramm Glas etwa, fülle den bis dahin auf mit lauwarmem Wasser und dann nehme ich ganz normalen billigen Tapetenkleister, einen großen gehäuften Esslöffel, rühre den gut ein und warte mindestens eine halbe Stunde. Am besten ist über Nacht und das muss so richtig sein wie zähflüssiger Honig. Und wenn es noch ein bisschen zu wässrig ist, dann einfach nochmal einen Teelöffel reingerührt, halbe Stunde stehen lassen, gut ist es. So, dann brauchen wir einen schönen weichen Pinsel, den wir nach jedem Arbeiten wieder auswaschen. Sonst wird er hart und wir wollen ihn öfters benutzen. Und wir brauchen solche Notenblätter. Ich habe das jetzt bei uns aus dem Gebetbuch, weil unser Bistum ein neues bekommen hat und das brauche ich nicht mehr. Und ich finde, so ist es wirklich ganz toll zum Basteln. Weil ein Herz hinein soll, nehme ich dann ein Blatt. Am besten sind die mit den vielen Liedernotenlinien drauf. Knick das leicht in der Mitte und schneide dann einfach ein Herz heraus. So. Mehr muss das gar nicht sein. Das kann man dann auch noch benutzen. So, dann habe ich schon zwei Stück mit Herz. Dann nehme ich mein Glas und streiche das wirklich ganz dick mit Tapetenkleister ein. So. Nehme mein erstes Notenblatt und lege das so auf, wie ich es am liebsten hätte, mit dem Herz dann mittig. Guck, dass ich unten drunter alles gut eingekleistert habe und gehe dann schon einmal oben drüber. Der Kleister, der jetzt beim Herz ist, das wird dann ein bisschen milchig, das könnt ihr lassen. Oder ihr schabt das dann einfach mit einem Messerchen oder einem Fingernagel weg. Das geht ohne Probleme. So, dann kleister ich weiter mein Glas ein und macht auf der gegenüberliegenden Seite wieder das Blatt mit dem Herz. Da, wo die meisten Notenlinien sind, kommt es am besten. So, oben schön, unten schön. Und wieder eingekleistert. Immer schön Kleister drauf, damit sich das Papier wirklich richtig gut vollsaugt. Das kann ruhig ein paar Falten haben, das gibt dann Struktur rein. Jetzt seht ihr, dass er noch auf ist. Dann schauen wir, inwieweit unser Notenblatt drüber hinpasst. Das ist ein bisschen viel, also reißen wir. Reißen kommt immer schöner als schneiden. Uns etwas auf. Und verkleben es in Collagentechnik noch darüber. So, und wieder gut einstreichen. Von unten und von oben. So, und dann auch am Boden schön den Boden verstrichen. Richtig dick. Jetzt auf der anderen Seite, da haben wir noch den freien Platz. Da kleben wir drüber hin, streichen. Und als Tipp nochmal, als Unterlage nehme ich immer und immer Backpapier, weil da klebt nichts an. Ich kann es drauf trocknen lassen. Und ich verschmutze mir nicht meine Unterlage, meine Tischdecke oder sonstiges. Und Backpapier, also das habe ich bestimmt, was hier liegt, schon 10-mal benutzt. Das geht immer wieder. Das ist eine ganz tolle Unterlage zum Basteln. So, jetzt habe ich das Glas geschlossen. Unten auch gut. Jetzt stelle ich es einmal hin und mache mir noch einen schönen Rand. Schön andrücken mit dem Pinsel. Man kann die Finger auch mal nehmen.
und dann wird der Rand ganz schön verstrichen. Dann stellen wir es über Nacht hin, am besten auf dem Kopf, auf dem oberen Rand und lassen es auf dem Backpapier trocknen. Und wenn es dann getrocknet ist, schön umstreichen, ruhig mal die Finger benutzen. Es knitscht so schön. Dann machen wir noch eine Brokatbürste darum und verzieren es so ein bisschen. Wie gesagt, jetzt über Nacht trocknen lassen und den Pinsel gut auswaschen. Unser Deko-Glas ist jetzt getrocknet und das lässt sich wirklich ganz leicht vom Backpapier abheben. Und jetzt zeige ich euch noch, wie wir es ein bisschen verschönern. Und zwar habe ich hier so eine Brokatbordüre. Ich mag das immer nicht, wenn man gleich sieht, dass es ein Marmeladenglas war. Und das klebe ich jetzt mit der Heißklebe rundherum. Aber natürlich kann man dann auch gerne einen Flüssigkleber nehmen. Das dauert nur ein bisschen länger mit dem Trocknen, aber geht auch alles. Und das kleben wir jetzt, wie gesagt, hier oben fertig dran. Schön ein bisschen überlappend. Und dann der Anfang auch ein bisschen abgeklebt, damit das nicht sich so öffnet. Und dann habe ich noch aus Metall solch eine Schmuckplatte besorgt. Und die möchte ich ganz gern als Deko noch oben dran kleben. So. Und ich denke, das sieht doch ganz edel aus. Und ist wirklich eine tolle Deko-Version, auch jetzt für zum Beispiel eine Kommunion, weil es ja die Gesangbuchblätter sind, für eine Hochzeit, für eine Taufe, für Weihnachten, für Ostern das ganze Jahr. Und dann hoffe ich sehr, es hat euch gefallen und ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein mit Bastelideen mit Kika. Tschüss!